meine Damen und Herren, es ist ein bisschen früh. Der Daniel sieht noch aus, als ob er gerade aus dem Bett rausgefallen wäre, mit dem Kopf hart an die Bettkante geklatscht wäre. Wir sind nach Goodwood. Wo haben wir denn Goodwood hier? Hier haben wir Goodwood. Goodwood war auch ein wirklich ganz tolles Erlebnis. Und da muss ich jetzt was sagen, was hier ein Insider ist. Aber alle werden hintergrund lachen. Wir wollten euch eigentlich ein Goodwood-Video machen. Ich habe viermal so eine emotionale Off-Text-Sache eingesprochen. Doch Momo hat es jedes Mal verkackt. Jedes Mal war der Ton im Arsch. Jedes Mal war was mit dem Ton. Und wir gingen zwar ein zweites Mal. Ich habe mir gedacht, beim ersten Mal, boah, das ist gut. Die Leute werden sich freuen, was ein mega Video. Und jedes Mal war es mein. Und ich setze mich ein viertes Mal dahin. Der Momo macht so: Der stellt das Mikro hin, so. Red da rein. Vielleicht reichen wir das noch nach. Und wenn das wirklich kommt, dann können die alle kaputt lachen, dass der Cremo eigentlich todesgenervt ist, diese Scheiße das fünfte Mal da reinzulabern. Auf jeden Fall, neuer Tag. Wir steigen das ein bisschen durcheinander, weil wir so viel Material haben. Ich habe neue Klamotten an. Letzter Tag, wir fahren gar nicht nach Hause, aber so können wir am besten ein bisschen was erklären. Weil jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Es geht gerade, guck mal, die Leute kommen alle rein. Wenn du mal so eine Idee bekommst von Goodwood, wir haben 200.000 Besucher in 4 Tagen. Wovon ich sagen würde, eigentlich eher in 2 Tagen von der ganzen Masse. Komm mit. Oh, schauen wir mal hier rein. Hallo? So muss ich aussehen, oder? Ja. Wie viel Leistung hat so ein Eimer? 354. Nein! Drehzahl? 10. 10? Ja. Verdichtung? 12, ich muss sie anlesen, weiß ich nicht aus. Aber 12 irgendwas, ne? Bestimmt, ich weiß es nicht. Fahrt ihr mit Alkohol oder fahrt ihr mit normalen? 102. Ehrlich? 10.000? Ja. 374 PS? Ja. So bis Original 92 war in der DT. Was ist davon noch einmal vom originalen Block? Der Block war aus einem anderen Bus, aber jetzt rein von der Zeichnung her war er genau wie der Sport Evo Block. Ah, der Kopf, der Guss, Knopfmelkehäuser, der Guss ist zum Beispiel komplett der gleich. Der Kopf auch? Ja. Der Kopf, der Guss, 10.000. Der Guss an sich ist komplett gleich wie in der Serie, ja. Aber komplett umgearbeitet. Die Helium-Sitze, die ganze Scheiße, die Sitze alle. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel Leistung haben. Ja. 374 PS. Das ist viel. Ja. Ja. Eine Sache kommt dazu, weil ich gerade so skeptisch war. Der Motor war konzipiert für 300 Kilometer. Dann war die Maus aus. Geil. Später. 374 PS, 300 Kilometer und ciao. Ach, bin der gestern, ist der gestern eingeschlagen? Auto sieht so ein bisschen kaputt aus. Ja. Getriebe ist auch ab. Also RS200, eines der schnellsten Autos von 0 auf 200. Relativ großer Lader. Das Ding haben wir haben ja das Ding auch gefilmt. Ne? Ja. Können wir hier was reinschneiden? Klang ultra. Aber RS200 mega geil. An sich vom Grundaufbau ein Cosworth-Block. Aber wie wir hier sehen können, ist alles verändert worden. Der hat ganz moderne Zündspulen da oben drauf. Auch von der Motorelektronik ganz neu. Überall Sensoren mit Ladedruck, alles fest verbaut. Das ist doch so ein Auto, was wirklich männermäßig ist. Guckt euch mal an, wie die damaligen Rennwagen gebaut worden sind. Die ganzen Achsteile, guck mal. 1967. Sieht so sexy aus. Der Krümmer hinten. Wir haben hier einen 12-Zylinder. Ein 12-Zylinder Saugmotor, wo jeder einzelne Abgasstrang, nicht jeder, immer 3 Abgasstränge gehen in einen. Also das ist Long Tube Krümmer par excellence. Das Ding steht da wie eine 1. Nein, wir sind bei der Jungs von der Audi Tradition. Den Kollegen da hinten kennen wir noch. Da waren wir ja. Wir haben auch immer wirklich, wir haben wirklich Spaß, es ist ein sehr, sehr geiles Team, immer gute Laune. Ich habe mich zum Beispiel reingesetzt, wollen wir reinsitzen? Also, man muss sich wirklich mal vorstellen, du sitzt da drin, das ist dein Arbeitsplatz. Das ist so unfassbar eng. Auch die Distanz von da nach da, die Kopflehne, da ist schon gar kein Stuhl mehr wirklich drin. Das ist schon wieder Teil des Autos da hinten. Das ist der Sitz mit Klimaanlage.
der Sitz hier, der kühlt den Fahrer nochmal. Also eine Klimaanlage für den Sitz, weil du als Fahrer sonst bescheuert wirst. Der Motor ist hier, du bist in der Kanzel. Da ist ja nichts. Ist ja nichts drin. Alleine, das Auto ist für so viel Hochgeschwindigkeit ausgelegt. Guck dir mal an, wie genau die Tür schließt. Pass auf, hör mal. Hör mal, wie die schließt. Hat eigentlich mehr was von der Flugzeugkabine als von einem Auto. Auch, man sieht die Autos immer so auf Fotos und denkt so die Dimension. Aber guck mal. Das ist die Frontscheibe. Die Frontscheibe ist so breit. Ja. Auf Fotos denkt man immer so, ach, das ist ein Riesending. Das ist alles mini. Du warst fahren, das wäre immer faszinierend. Wirklich. Und Chef ist auch da. Wunderschön. Alles gut? Ja, ja, alles wunderbar. Prima. Ich liebe das Teil. Ja, super stark, oder? Super. Geschlossene Autos sind schon stark. Ich habe gerade gesehen, du hast gerade so ein bisschen über die Sicht und über die Scheibe gesprochen. Ja, ja. Was vielleicht interessant ist, von innen nochmal nach außen durchzuzeigen. Ja. Weil wenn du wirklich reinfällst von innen, siehst du halt diesen schmalen Schritt, ja, wo okay, du halt wirklich gar keine Möglichkeit mehr hast, rauszugucken. Das ist echt extrem. Müsst ihr euch mal anschauen. Komm. Boah! So richtig die Kamera da mal rein. Ja, ja. So, dann ich muss jetzt mal eine Sache machen. So, jetzt muss ich mal was probieren. Oh shit. Ja, vielleicht bleibt der Kramer für immer, nicht in Goodwood, aber für immer im e-tron. Ich trete hier drauf, ich trete rein. Bitte, hier bitte drauf treten, genau. Ja. Und dann musst du dich da ein bisschen reinhangeln. Genau, auf, erst auf die Sitze treten, das Bein, genau. und dann da rein. Die Reihen sieht doch okay aus, ne? Raus wird schwierig, Alter. Mal schön das Lenkrad drauf. Also ich muss ehrlich sagen, ganz krasse Erfahrung für mich. Ich bin sehr viele Rennautos gefahren, aber das ist ja wirklich nicht Autofahren. Um euch das mal ein bisschen näher zu bringen gerade. Also wirklich gerade krass erlebt. Also ich habe das schon mir eng vorgestellt, aber 956 ist ja dagegen ein Riesenraum. Das ist ja Wohnzimmer. Für Wohnzimmer. Ja. Und ich kann das gar nicht erklären. Also es ist einfach kein Platz da für gar nichts. Keinerlei Körperbewegung, keinerlei gar nichts. Also nichts. Ich sehe durch so einen Spalt, ist kaum was zu sehen. Und dann sich wirklich den Rennstress vorzustellen, also in der Hektik, in dem Kampf, im Zweikampf dieses Auto am Limit zu bewegen mit dem Sichtfeld, die Angst beim Abflug ist ja auch gigantisch. Das Monocoque muss so fest sein. Ja, ja. Was ja auch leider auch schon ein, zwei Mal bewiesen werden musste. Ja. In 2011 zum Beispiel, es war ein ähnliches Monocoque, mit dem Fahrzeug, als wir noch keinen Hybrideinsatz gefahren sind. Da gab es ja zwei extreme Unfälle in Le Mans. Einmal von Mike Rockenfeller und viel früher noch vom Alan McNish. Da gab es ja sehr spektakuläre Aufnahmen davon, wo man das gesehen hat. Und es hat eigentlich wunderbar gehalten. Also da Gott sei Dank nie was passiert. Weil die Masse der Achse und die Masse der Felge sitzt ja genau da, wo die Füße sind. Ganz, ganz beängstigendes Gefühl. Ganz, also beängstigend ist es wirklich. Also der Spaß, wenn ich mich in so ein GT3 Cup denke, boah, blöen, fahren, ja, Gas geben. Ich sitze hier drin und habe keinerlei Bedürfnis. Ja. Ich habe kein Bedürfnis, dieses Fahrzeug zu bewegen. Ich habe noch nicht mal Lust, dass das Ding angeht. Also es ist schon... Ich meine, wenn das Ding erstmal läuft, dann ist ja auch Betrieb. Ja? Man darf halt nicht vergessen, gerade mit so Cup-Fahrzeugen, Tourenwagenfahrzeugen, die lassen sich ja noch einigermaßen bewegen wie ein normales Auto. Weil diese Fahrzeuge sind ja Autos, die eigentlich auch nur im Limit funktionieren. Du kannst mit diesen Autos nur schnell fahren, das geht nicht. Wie hast du schon schön gesagt, man kann nur Hack geben? Ja, ja, man kann nur Hack geben. Man kann nur Hack geben. Ja. Probieren das mal, ob ich rausgehe. Sollen wir mal die TM im Vergleich gucken? Ja. Gucken wir mal die TM im Vergleich. Also was du sofort merkst, Sitzposition ist komplett weit entfernt von der normalen A5. Ist ganz, ganz, ganz weit hinten. Abgasanlage geht außen im Strang entlang. Die Abgasanlage wird nicht unterm Auto lang geführt. Warum nicht? Weil Sitzposition muss so tief sein. Wir haben einfach den Unterboden gar nicht. Der Unterboden ist flach. Und somit macht es mehr Sinn, die Abgasanlage an der Seite lang zu führen. Schöner wäre natürlich Sidepipes, aber ich glaube, das ist vom Reglement nicht erlaubt.
Das ist wie ganz ein Auto. Das kann man fahren, das kann ich fahren, das ist ein normales Ding, aber der E-Tron. Das ist geil. Das ist ein Auto, das kann man fahren. Was auch so eine Sache ist, man sieht diese Rennen und man ist so bei einem von den Autos, man sieht einen A5, man denkt sich, ja, Karosserie, breiter als ein Rennwagen. Aber der Kostenaufwand, so ein Auto zu entwickeln, der Kostenaufwand, so ein Auto zu bauen, ist unbeschreiblich. Jedes Bauteil, alles was du hier siehst, ist in einem unfassbaren Wertigkeit. Das ist einfach mit einem normalen Auto nicht zu vergleichen. Das ist ein XJ220 zum Beispiel. Was man da sieht, ist ein modifiziertes Auto. Ein Auto, das kann man auf die Welt und zu einem Rennwagen umgebaut. Das hier ist kein Auto. Hier ist nichts vom A5, ne? Null. Kein Bauteil. Kein einziges. Keins. So, wir müssen weiter. Danke sehr. Tschüss. Gerne. Fuck it hier. So, guck mal. Lass mal so ein bisschen rausfinden, was ist der Unterschied zwischen dem Ford GT4. Der Ford GT4 ist eine weitere Steigung vom Ford GT350R, den wir gesehen haben, den gelben, den wir gefahren sind. Das ist nochmal eine Schippe drauf. Makrolonscheiben überall, Haube ein bisschen anders. Es wird lauter am Fahrerlager, merke ich gerade. Wir haben eine Slick-Bereifung, der Hexboy ist auf jeden Fall nochmal eine Nummer größer. Gewichtstechnisch ist auf jeden Fall was rausgekommen. Innenraum ist kein Mustang mehr, sage ich mal so. Oder gar nichts. Aber vom Heckbereich, Heckgefühl, das sieht alles aus wie vorher. Guck mal die Front an. Ja, wir haben diese Flaps an der Seite. Das hier produziert alles nochmal eine ganze Menge mehr Downforce hier. Wir haben einen großen Splitter vorne. Aber sonst würde ich sagen... Hallo. Morning. Morning. Oh, sorry. Ah, that hurts. Ist der Frau mit dem Kompressor jetzt voll vor das Schienen eingefahren. Passiert. GT4, also ich würde gerne meinem Ford GT noch ein bisschen was ändern, damit er ein bisschen fetter wird. Die Kotflügel finde ich zum Beispiel geil. Sowas würde ich gerne noch machen, die Kotflügel. Aber wenn die Kotflügel, muss ich auch die Vorstoßstange machen. Ja. Weil der Kotflügel ist so viel breiter, das Stück hier hat der normale Ford GT nicht. Meiner geht hier gerade rum. Das heißt, mit der normalen Stoßstange kannst du es gar nicht verbauen. Du musst breiter bauen. Sieht also geil aus, ne? Sehr geil aus. Wirklich sehr geil aus. Wir gucken weiter. Die machen leider gerade zu, aber die Engländer sind sehr praktisch. Er hat ja immer gedacht, ich fahre einfach gar nichts. Also gar kein Trümmer. Also gar keine Abgasanlage. Der geht einfach da, aus dem Block raus. Schau mit dir! Was ist hier los? Guck mal hier! Die Pumpen hat den Schmutz gerade vor. Ich denke, der hat den Motor jetzt auf UT gedreht, also unterer Totpunkt. Unten. Jetzt füllen die, glaube ich, Diesel nach und dann geht er gleich einmal auf OT und dann müsste der eigentlich anspringen. Der Rahmen innen drin ist aus Holz. Das ist ein Kampf. Aber 28,5 Liter Hubraum, ne? 28,5 Liter Hubraum. Die wollen. Was ist das für eine Kurbelwelle das ist? Auch im Hintergrund den Sound. Du nimmst ihn einfach hin und denkst dir, das Ding hört sich bullengeil an, aber du reagierst gar nicht. Denkst du so, ja, ich warte auf das. Das ist vielleicht für die Jüngeren von euch total uninteressant, aber wenn ich die drei Autos sehe, geht mir absolut das Herz auf, weil das sind die ersten Tamiya-Modelle von damals. Das war das, womit der kleine Jean-Pierre damals gespielt hat. Da sind sie drin, guck mal. Ich hab's geliebt. Nächstes Auto, Ford C100. Habe ich vorher noch nicht so wirklich gesehen, Tor?
Was wirklich interessant ist, die damaligen, die Dinger gefahren sind, guck mal, du sitzt in einer Anglitze quasi drin. Ich weiß nicht, was für ein Motor drin ist, aber sehr, sehr ganz Auto. Ich würde sagen, es ist so klassenmäßig damals 956 Porsche. So die Ausmaße hat es. Sieht sehr, sehr wild aus. Und sieht auch sehr, sehr schnell aus. Sieht auch sehr, sehr leicht aus. Wir wollen hier nicht im Weg stehen. What series was it? Group C. So it was also 956 Porsche. Just before that. It is 1982. Ah, just before that. And it's got a 3.9 litre DFL. Okay. You know, the derivative of the DFE. In period, it was meant to, they said it was up to 750 horsepower, but this won't be 750 just because going up the hill, you just do not need all that power. We're only doing demo runs. We're not doing tight runs. But it's still, it must be, you know, 650, 700. It's still pretty, enough. It's pretty poor, so that's plenty. And especially as an NA car. Yeah. And naturally aspirated, you really have the power right there. Yeah, absolutely. What's the weight? Group C ran to C1 ran to 900 kilos. So it's a good power to weight ratio. Absolutely. Yeah, it's cracking. What else? These were very quick in period. One qualified sixth at Le Mans 1 year, but they didn't have a good name for reliability. Okay. And lots of little funny concerning little engine, concerning gearbox? No, just silly little things breaking. So the story goes, whether this is true or not, I'm not quite sure, but the story goes that Tony Southgate got a hold of it. And he did some work and made it 2.5 seconds quicker very quickly. And then Ford, Stuart Turner was the boss of Ford Motorsport then. And he rang up the team boss and said, so could we win with it? And the team boss jokingly said, no, Dan. So he canned the program. Nice Video. Bye, bye, bye. Schönen Tag noch. Ford hat das Auto damals entwickelt, hat er gesagt. Hat der Teamchef gefragt, können wir mit dem Auto gewinnen? Und die Teammitarbeiter haben gesagt, nein. Er hat das ganze Programm gestoppt und sind nicht gefahren. Das ist konsequent. So, Ford GT40. GT40 ist auch eins der attraktivsten Autos. Mir wurde gesagt, dass das wirklich eins der originalen Le Mans Autos von damals ist. Also vom Wert her nicht zu beziffern quasi. Und der Punkt ist, die fahren voll. Also, das Auto bewegt sich im Wert von 15 Millionen, würde ich sagen. So, 15 Millionen Auto peitscht er über die Strecke, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Musst du wollen. Ja, musst du auch in Kauf nehmen, die Konsequenz quasi. Das ist auch eine sehr geile Sache. Man sieht ganz klar, dass damals rumexperimentiert wurde, wie man Spoiler verbaut, wo man Spoiler verbaut. Man wollte einfach nur Downforce generieren. Aber Downforce hinter dem Fahrzeug zu generieren, wie bei modernen Autos ja auch, dass die Spoiler ganz am Heck sind, das macht viel mehr Sinn. Du hast eine viel höhere Hebelwirkung von dem Downforce. Wenn du hier ziehst, der Hebel ja stärker hat, wenn du hier runterdrückst, du willst ja das Fahrzeug, das Heck runterdrücken, um auch Traktion zu generieren bei höheren Geschwindigkeiten. Aber man lernt. Der Wagen ist von 66. Da waren wir noch nicht so mit Windkanal. Ja, das ist dieses versprochene Goodwood-Video. Ich stelle mich zum 5. Mal hier hin. Aber das tut der Sache auch nichts ab. Weil wenn ich die Bilder wieder sehe, dann denke ich an diesen unglaublich tollen Trip. Die Distanz ist nicht zu weit und man träumt von diesen Aufnahmen, die man aus dem Internet kennt. Weil alles dort ist, alles fährt, alles wird wirklich benutzt. Nicht nur in der Messe, wo alles steht, sondern es ist wirklich echt. Und man hört so viele Gerüchte, dass es wirklich ein Garten ist von einem Lord. Bei ihm zu Hause, er wohnt dort. Und all die Menschen kommen und besuchen ihn und dürfen wirklich durchdrehen. Man sitzt dann dort im Garten und auf einmal fliegen Düsenjäger über einen hinweg. Viel tiefer, als man es sich eigentlich vorstellen kann. Und es ist einfach eine absolut wunderbare Welt. Was auch schön zu sehen ist, dass jung und alt ganz nah beieinander ist. Und auf einmal ist wirklich Technik im Vordergrund. Es geht nur um die Faszination Beschleunigung. Auch
die Marken sind vollkommen egal. Der ältere britische Herr applaudiert, wenn der Subaru vorbeifährt, genauso wie ein Ford Mustang oder 956. Alles ist wirklich gleichwertig. Ladedruck, Saugmotor, 60er Jahre, 2017, alles ist vollkommen egal. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Einmal muss man nach Goodwood. So, und jetzt bin ich ruhig und gucke noch ein bisschen zu. Ja, und danke Daniel, dass ich das fünfmal einsprechen durfte.